Worum geht es im Projekt Zeitschrift? Das Projekt Zeitschrift ist zum einen ein Digitalisierungsprojekt, was wir zusammen mit der Universitäts- und Landesbibliothek Innsbruck, der EURAG und der Landesbibliothek Dr. Friedrich Tessmann in Bozen durchführen. Es ist aber darüber hinaus auch ein Projekt, um dem es um die Aufarbeitung der Digitalisate geht, um computerlinguistische Fragestellungen. Und es ist vor allem ein Projekt, wo es um Fragen der Bürgerbeteiligung geht. Und das wollen wir zusammen mit diesen drei Partnern und mit weiteren Partnern durchführen, die wir gewinnen konnten. Die Euregio ist dabei, das Südtiroler und das Nordtiroler Landesarchiv sind dabei, aber auch Bibliothekseinrichtungen aus Nord- und Südtirol sowie der Museumsbereich. Warum beschäftigt sich das Projekt mit Zeitungen und was ist die Besonderheit dieser stark vom Verfall bedrohten Textquelle? Wir digitalisieren im Projekt Zeitschrift vor allem historische Tageszeitungen und das hat seine Gründe. Historische Tageszeitungen sind sehr stark vom Zerfall bedroht. Sie sind damals auf einem Papier gedruckt worden, was nicht der Zeit standhält und müssen daher zum einen einfach gesichert werden. Zum anderen sind historische Tageszeitungen schlecht überliefert im Verhältnis zu anderen Medien. Kaum eine Bibliothek besitzt einen vollständigen Bestand von historischen Tageszeitungen. Erst in der Zusammenschau und im Zusammentragen von unterschiedlichen Einrichtungen gelingt es, jede Ausgabe einer Tageszeitung, die etwa vor 100 Jahren gedruckt wurde, auch zu gewinnen. Und wir wollen, deswegen haben wir historische Tageszeitungen gewählt. Vor allem aber auch, weil sie eine unendliche Vielfalt von Inhalten bieten über die Weltpolitik, über die Lokalpolitik, die Regionalpolitik bis hin zum Alltagsleben der Zeit vor 100 Jahren in den Werbeanzeigen, in Kurznachrichten, in Gerichtsurteilen. Alles ist vertreten in diesen Tageszeitungen und sie bieten deswegen einen kleinen Mikrokosmos der eigenen Welt, der eigenen Stadt vor 100 Jahren. Was lässt sich zur Zeitungslandschaft in Tirol Anfang des 20. Jahrhunderts sagen? Und was sind hier die Besonderheiten in Bezug auf die Blattlinie der einzelnen Zeitungen und auch im Hinblick auf die Teilung der Region in Nord- und Südtirol? Die Zeitungslandschaft Tirols hat ihren Höhepunkt so im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts und im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts, würde ich sagen. Das war die Zeit, wo viele, viele Tageszeitungen entstanden sind und gegen Ende der 1920er, 1930er Jahre sind sie bedingt auch durch die historische Entwicklung zum Teil auch wieder eingegangen. Es gibt ein wichtiges Buch, das drückt aus im Titel, welche zwei Extreme in dieser Zeitungslandschaft eine Rolle spielten. Das trägt den Titel Zwischen Freiheit und Knebelung. Und das drückt stark aus, wie es zu der Entstehung von vielen Tageszeitungen kam. Es war die Zeit, wo unterschiedliche Weltanschauungen existierten, wo unterschiedliche Interessensgruppen ihre Tageszeitungen herausgebracht haben, ob es die Arbeiterbewegung war, ob es der katholisch geprägte Verband war, ob es spätere nationalsozialistische Tendenzen waren und so weiter. Das heißt, in vielen Städten Nord- und Südtirols und auch Osttirols sind Tageszeitungen entstanden und dann bedingt durch die Kriegsereignisse und die politischen Wirrungen der Nachkriegszeit unter Druck geraten, zum Teil auch verboten worden, zensiert worden und letztlich sind viele von den Tageszeitungen dann wieder untergegangen. Wie werden die Zeitungen über die Aktivitäten im Projekt Zeitschrift verfügbar sein? Und was ist der Mehrwert der virtuellen Zusammenführung der Bestände in einem gemeinsamen Portal, das im Projekt entsteht? Ein wichtiges Ziel des Projekts Zeitschrift ist die Entstehung eines gemeinsamen Portals, wo gegen Ende des Projektes alle historischen Tageszeitungen aus Nord-, Ost- und Südtirol, die inzwischen digitalisiert wurden, gemeinsam und in ihrer Fülle betrachtet, recherchiert und angeboten werden können. Dieses Portal wird zum einen eine Sammlung aller Tageszeitungen ermöglichen und dadurch auch vielfältige Archivreisen obsolet machen. Zum anderen hat es ganz
ausgezeichnete Recherchemöglichkeiten, weil wir durch die computerlinguistische Aufbereitung der Tageszeitung, durch die Volltexterfassung und durch die Beiträge der Bürgerinnen und Bürger vielfältige Einstiegsmöglichkeiten bieten können über eine Ortssuche, über Personensuche, nicht nur die reine Stichwortsuche. Wir können Eingrenzungen machen auf bestimmte Jahrgänge, auf bestimmte Ausgaben und dadurch dem Interessierten, dem Forscher, aber auch jedem an Kulturgeschichte Interessierten einen deutlichen Mehrwert in der Anbietung der Tageszeitung schaffen. Was ist nur der konkrete Mehrwert des OCR-erkannten Texts? Wenn wir von Digitalisierung von Tageszeitungen reden, dann sprechen wir nicht nur von der Digitalisierung des Bildes und der Möglichkeit, das Bild am Computerbildschirm zu betrachten, sondern impliziert ist auch die sogenannte Volltexterkennung. Das heißt, mit computerspezifischen Verfahren wird versucht, aus der Tageszeitung, aus dem Bild, der Volltext möglichst korrekt herauszuziehen. Und das ist die Grundlage für die Recherchierbarkeit in jeglichem Portal, entweder in den Portalen, die jetzt schon von der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol angeboten werden oder aber auch von der Landesbibliothek Dr. Friedrich Tessmann. Das neue Portal geht einen Schritt weiter. Das neue Portal versucht, den Volltext mithilfe von computerlinguistischen Methoden, die die Europäische Akademie uns zur Verfügung stellt und anwendet, zu verbessern, ihn zu bearbeiten und aus dem Volltext etwa Personennamen, Ortsnamen, Institutionen automatisch zu erkennen und diese erkannten Textbausteine als Einstiegspunkte in jegliche für die Suchrecherche zur Verfügung zu stellen. Das ist sicherlich ein Mehrwert, der vor allem es ermöglicht, gezielter in den Beständen zu suchen. Sie müssen davon ausgehen, Sie können davon ausgehen, dass wir rund 5-6 Millionen Tageszeitungsseiten digitalisiert und Volltext erkannt haben. Und das ist ungefähr so wie die Nadel im Heuhaufen. Wenn Sie keine Möglichkeit haben, den Text einzugrenzen, Ihre Ergebnisse einzugrenzen, dann bekommen Sie, wie bei einer Google-Recherche, etwa 300.000 Treffer und nicht unbedingt das Gewünschte. Wenn Sie hingegen gezielter suchen können und Ihnen das Portal dabei hilft, bekommen Sie vielleicht die 100, 200 Treffer, die Sie wirklich interessieren, die genau die Ergebnisse liefern, die Sie gesucht haben. Warum ist der Zeitschrift MOOC für Schüler und Schülerinnen spannend und was können Sie hier lernen? Ich denke, dass das Projekt Zeitschrift gerade auch für Schülerinnen und Schüler interessant sein kann, weil sie historische Tageszeitungen als Quelle erleben. Sie können konkret über das Portal mit den Tageszeitungen arbeiten und kennenlernen, wie eine Quelle aufgebaut ist, was zu beachten ist, wenn ich mit dieser Quelle arbeite und wie ich diese Quelle auch zitiere. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass die Tageszeitungen ein unendliches Spektrum an Inhalten bieten und jeder Schüler, jede Schülerin auch interessante Aspekte findet. Ob das das Alltagsleben der eigenen Stadt ist, ob das die Suche nach den Großeltern oder Urgroßeltern ist, über Familiennamen, ob das Geschäfte sind, die wieder aufgefunden werden können oder ob es auch Lokalnachrichten sind über Gegebenheiten, die in dem eigenen Ort vor 100 Jahren passiert sind. Und diese Inhalte in einen Kontext zu stellen, der Ihnen dabei hilft, sich auch auf ein eventuell weiterführendes Studium vorzubereiten, das scheint mir ein wichtiger Aspekt zu sein, der das MOOC, was wir für Schülerinnen und Schüler aufgebaut haben, bieten kann.